Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Viele, die mal vor Generationen in die Länder Russlands und später der ehemaligen Sowjetunion ausgewandert sind, sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte zur deutschen Sprache, zur deutschen Kultur, auch zu ihrer Religion bekannt haben und die dann von Stalin für die Verbrechen der Hitler-Diktatur in Geiselhaft genommen wurden, verschleppt wurden, in sogenannte Arbeitsarmee gezwungen wurden. Für diese Menschen haben wir zu Recht die Möglichkeit geschaffen, dass sie als stolze Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu uns kommen können. Und wir haben ein Zweites gemacht. Wir haben mit dem sogenannten Fremdrentenrecht die Möglichkeit geschaffen, dass diese Menschen, die ja gar nie in das deutsche Rentensystem haben einzahlen können, trotzdem aus der deutschen Rentenversicherung eine Rente erhalten, angemessen ihrer Arbeitsleistung, ihrer Lebensleistung, ohne Beiträge. Und das ist etwas ganz Besonderes, was es sonst überhaupt nirgendwo im Rentenrecht gibt. Und deswegen ist in dem Antrag der AfD eigentlich alles falsch. Nämlich vor allem die Grundbehauptung, man müsse nun diese sogenannten Spätaussiedler den Deutschen, die hier schon immer geboren wurden und die gelebt haben, gleichstellen. Wenn man das gleichstellen würde, würde das heißen, wer nicht eingezahlt hat, bekommt auch keine Rente. Dann hätten die Spätaussiedler überhaupt gar keine Rente. Das Fremdrentenrecht ist vielmehr eine Privilegierung der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, indem wir gesagt haben, ja, dieses Lebensschicksal dieser Menschen, dem wollen wir dadurch gerecht werden, dass wir ihnen auch eine Rente geben, obwohl sie gar keine Beiträge zahlen konnten. Und ich finde, es ist eine großartige soziale Leistung unseres Staates. Nun hat vor allem nach der Wiedervereinigung bei uns in Deutschland nicht nur an den Stammtischen, sondern auch in den Parlamenten, in vielen Veranstaltungen eine durchaus heftige Diskussion begonnen. Ist nicht diese Rente berechnet fiktiv in einer Höhe, die zum Beispiel mit der Rente eines Mitbürgers der neuen Bundesländer, der ja in die Rentensystem eingezahlt hat, besteht da nicht ein Ungleichgewicht? Und es gab die Forderung, das Fremdrentenrecht gänzlich abzuschaffen. Und wenn man damals, glaube ich, eine Umfrage in Deutschland gemacht hätte, hätte es auch eine große Mehrheit für die Abschaffung des Fremdrentenrechts gegeben. Und das war letztlich Anlass für den Deutschen Bundestag zu beschließen, wir wollen diese Fremdrenten, die ja nicht auf Beiträgen basieren, sondern die wir extra zusätzlich geben, der Höhe nach deckeln. Und da muss ich sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war auch richtig. Und wir als Union bekennen uns dazu. Wir haben das Fremdrentenrecht nicht abgeschafft. Wir haben es so modifiziert, dass für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland klar wurde, wir wollen ein gerechtes Maßstab finden, damit nicht der eine gegen den anderen ausgespielt wird oder der eine gegen den anderen sich benachteiligt oder bevorteiligt fühlen. Das war der Grund für die Reform des Fremdrentenrechts. Und dieser Grund ist bis zum heutigen Tage richtig und hat letztlich dazu geführt, dass das Fremdrentenrecht weiterhin Akzeptanz bei uns in Deutschland findet. Allerdings, was wir nicht gewollt haben, ist, dass sich dadurch die Situation ergibt, dass Mitbürgerinnen und Mitbürger, die als Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler zu uns gekommen sind, in die Situation geraten, dass die Fremdrente oder ihre Rente insgesamt gar nicht ausreicht zum Leben. Und deshalb haben wir im Koalitionsvertrag miteinander vereinbart, dass wir genau diese Situation anschauen wollen und dafür eine sachgerechte Lösung anbieten wollen. Sprich, nicht hohe Renten, die nicht gerechtfertigt sind im Vergleich zu dem, was andere, die eingezahlt haben, an Rente bekommen, aber nach unten eine Armutssicherung. Das ist unser Ziel, was wir umsetzen wollen.
Wir bekennen uns zur Leistung der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Wir sind weiter in der Auffassung, dass sie eine Fremdrente erhalten sollten, obwohl sie keine Beiträge zahlen konnten und gezahlt haben. Wir halten es für richtig, dass eine Rente nach oben gedeckelt wird. Aber wir wollen dafür sorgen, dass unten niemand Not leiden muss, sondern es eine gerechte Absicherung gibt, die das Leben von dieser Rente auch in Zukunft ermöglicht. Das ist unser Ziel. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes für die Freien Demokraten der Kollege Johannes Vogel.